Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute tippe ich den 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Ich weiß noch nicht, wie die Spiele vom 5. Spieltag ausgegangen sind zu diesem Zeitpunkt, weil heute ist erst Donnerstag und der 5. Spieltag fängt erst morgen am Freitag an. Aber trotzdem gehe ich jetzt auf Tippabgabe. Nächste Woche bin ich ja wie gesagt nicht da. Deshalb tippe ich die Spiele jetzt schon. Der SV Sandhausen trifft auf den 1. FC Köln. Das ist das erste Spiel im 6. Spieltag. Ja, Sandhausen noch nicht gut reingestartet. Bei Köln läuft es richtig gut. Deshalb denke ich, dass Köln das normalerweise machen wird. Gegen Sandhausen. Ich gehe mal auf ein 2-0 für Köln. Dann, der FC Ingolstadt trifft auf den FC St. Pauli. Ein interessantes Duell auf jeden Fall. Beide Teams, ja, sind mittelmäßig in der Saison gestartet. Hätte besser laufen können, aber auch schlechter. Schwierig zu sagen, was ich hier tippen soll. Ich gehe hier aber auf ein 1-1 Unentschieden. Dann am Samstag, dem 22. September, also in 9 Tagen erst, aus meiner Sicht, ist also noch ein bisschen Zeit hin, trifft Arminia Bielefeld auf Union Berlin. Schwierig zu sagen, wer das hier macht. Bielefeld oder Berlin, ich gehe aber hier auf einen knappen Auswärtssieg für Union Berlin, 2-1, weil Union Berlin mittlerweile auch zurzeit gut drauf ist. Dann Holstein Kiel gegen den VfL Bochum. Ja, Kiel, ziemlich viele Abgänge im Gegensatz zur letzten Saison, aber es läuft trotzdem gut bei Holstein Kiel, muss man sagen. Bei Bochum, naja, geht es schon. Aber ich denke, Kiel wird es am Ende machen, knapp mit 1-0. Dann Dynamo Dresden trifft auf Darmstadt 98, auch so ein Spiel, wo hier wirklich beide gewinnen können. Und hier traue ich sogar Dresden den Dreier zu. Ich gehe auf Dresden, 3-1 für Dynamo Dresden. Dann am Sonntag, dem 23.09., trifft Heidenheim auf Greuther Fürth. Und hier muss ich eigentlich auf Fürth gehen, ganz klar, 2-1 für Fürth. Dann Paderborn gegen Magdeburg, Duell, beide Aufsteiger. Aber ich sehe irgendwie Magdeburg da besser. Die sind offensiv so gut aufgestellt. Naja, bei Magdeburg fehlt noch so ein bisschen das Glück hier in den Spielen in der 2. Liga. Merkt man. Deshalb wird es ein 3-2 für Paderborn. Dann der Hamburg SV trifft auf Jan Regensburg. Und das sollte der HSV eigentlich machen. Ich gehe auf einen 3-1 Heimsieg für die Hamburger. Und dann auch schon das letzte Spiel. Der MSV Duisburg braucht dringend Punkte. Genauso wie Erzgebirge Aue, die brauchen auch Punkte. 6-Punkte-Duell im Abstiegskampf. Die Mannschaft, die hier verliert, die werden unten drin bleiben. Und die, wo gewinnen, können sich erstmal ein bisschen befreien. Aber weit werden sie natürlich auch nicht aufkommen. Also ich denke, dass Duisburg das eigentlich machen sollte, zu Hause gegen Aue. Zu Hause gegen Aue muss man eigentlich gewinnen. Ich gehe auf ein 2-1 für Duisburg. Und somit sind also schon alle Spiele getippt. Ihr merkt, es geht jetzt schon ziemlich schnell. Mittlerweile ist 6. Spieltag. Da geht es dann schon etwas schneller, vor allem wenn das Video vorproduziert ist. Sandhausen gegen den 1. FC Köln 0-2. Ingolstadt gegen St. Pauli 1-1. Arminia Bielefeld gegen Union Berlin 1-2. Holstein Kiel gegen den VfL Bochum 1-0. Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 3-1. 1. FC Heidenheim gegen Greuther Fürth 1-2. SC Paderborn gegen den 1. FC Magdeburg 3-2. Hamburger SV gegen Jan Hingsburg 3-1. Und MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue 2-1. Das sind meine Tipps für den 6. Spieltag der 2. Liga. Am 7. Spieltag ist ja dann englische Woche. Also heißt es dann auch direkt, wenn ich von meiner Klassenfahrt wieder heimkomme, direkt wieder Tippvideos machen. Aber ja, Tippvideos machen mir auch ziemlich viel Spaß, wie ihr schon merkt auf diesem Kanal. Zurzeit kommen nur noch Tippvideos, weil ich auch weniger Zeit jetzt habe, weil die Schule ja wieder begonnen hat. Da haben wir dann Hausaufgaben, müssen wir lernen und so weiter. Da geht auch schon einige Zeit verloren und YouTube muss halt dann ein bisschen unterleiden, weil Schule geht halt vor, ist halt so. Aber nichtsdestotrotz versuche ich jeden Tag auf jeden Fall für euch ein Video zu bringen.
Und somit war es das auch schon wieder für dieses Tippvideo. Also bis zum nächsten Mal und ciao.